Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Jawohl. Erstmal für alle Gruselfans, die jetzt ein Gruselprojekt wieder gedacht haben, das kommt. Es tut mir sehr leid, aber ich habe gedacht, ich schiebe mal was dazwischen. Kurze Pause vom Gruseln. Es ist Uncharted Drake's Schicksal, ihr seht es ja bereits. Jo, Uncharted, eine Reihe auf der PlayStation 3, die komischerweise, obwohl ich eigentlich nicht der Freund von Spielen bin, wo man sehr viel ballern muss, bin ich trotzdem ein riesen Fan der Reihe. Ja, für alle, die es nicht kennen, wie soll man es beschreiben? Es ist eine Mischung zwischen, ja, so ein bisschen Tomb Raider, obwohl eigentlich kann man es nicht so richtig vergleichen. Also es ist viel Geballer, Kämpfen, Rätsel und natürlich das Wichtigste, eine super fulminante Story jeweils. Falls ihr jetzt die Musik ein wenig laut hören solltet, ich habe bereits eigentlich Einstellungen gemacht gehabt. Hier, gucken, ob die übernommen wurden. Nein, die wurden nicht übernommen, super. Dann muss ich das nochmal eben ändern. So, ich hatte die eigentlich schon eingestellt. So. Ich denke, so sollte es gehen. Ja, wir spielen in diesem Spiel einen netten Herrn namens Nathan Drake. Und ich will eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ein Abenteurer. Ihr werdet es sehen, falls ihr das Spiel nicht kennt. Wenn ihr es kennt, wisst ihr ja eh Bescheid. Die Helligkeit schraube ich ein wenig hoch. Wir können das ja alles noch anpassen. Spiel, ja, wer mich kennt, wird sich jetzt wundern. Ich werde es. Es gibt normal, einfach und schwierig. Ich werde es auf normal spielen. Ich werde es zumindest versuchen. Ich habe eigentlich anscheinend immer auf normal, habe dann allerdings auch manchmal auf leicht gestellt. Man kann, glaube ich, innen während des Spiels auf leicht stellen. Ich werde aber versuchen, auf normal zu bleiben. Untertitel aus oder ein. Ich persönlich finde Untertitel, wenn man der Text schlecht zu hören ist, dann okay. Untertitel, falls nicht, lenken mich persönlich Untertitel eigentlich immer nur ab. Deswegen lasse ich es ja erstmal aus. Die Spieltipps lassen wir ruhig an, werde sie aber nur im Notfall benutzen. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Wir könnten hier jetzt auch noch die Sprache verändern. Ich lassen wir alles auf Deutsch. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, wie gesagt. Ich will gar nicht viel vorher zur Handlung sagen. Ihr seht es dann ja selber. Ich habe mir aufgeschrieben auf einen Zettel, ich habe nämlich den alten Spielstand extra gelöscht, damit wir hier Trophäen und alles bekommen. Es ist auch so, dass man auch Schätze, die man hier findet, wenn man einen alten Spielstand hat, die nicht nochmal finden kann, soweit ich weiß. Ich habe mir meine Medaillenpunkte, das ist jetzt nur für die Leute interessant, die das Spiel kennen, aufgeschrieben, die Zeit, wie lange ich gebraucht habe bei meinem ersten Durchgang damals. Und auch die Anzahl von Schätzen, die ich gefunden habe. Das werden wir alles am Ende des Projekts vergleichen. Da wollen wir mal schauen, ob ich damals oder heute besser war. Besser in Anführungsstrichen. Ja, und jetzt habe ich wirklich schon genug gequatscht, denke ich mal. Wir fangen an. Wir dürfen nochmal aussuchen hier zwischen einfach, normal, schwierig. Extrem schwierig muss man natürlich erst freischalten. Ich mache es auf normal. So, dann speichern wir hier mal. Und los geht's. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich. Also ich mag diese Reihe total gerne. Und habe alle Teile gespielt bis jetzt. Inklusive dem neuen auf der Vita. So, schönes Ladezeichen ist das. Okay, man hätte sich ein bisschen was anderes auch einfallen lassen können. Aber naja, es geht los. Thank you.
Doch wahrer Ruhm gebührt jedem, die eine Sache gänzlich zu Ende führen, sagte Francis Drake 1587. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg, mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Hm, was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Ja, wir werden mitten hineingeworfen. Wie haben die uns hier draußen gefunden? Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Sie seht, ich kann mich hier ducken. Ja, das ist eine lange Geschichte. So, jetzt seht ihr mal schon mal meine blöden Schießkünste. So, wo sind die Typen? Moment, von da. Oh, man sieht immer hier, wie ihr seht, wo die Einschläge herkommen. So, da ist einer. Ja, das war, glaube ich, ein Kopftreffer. Und da ist auch noch einer. Komm her, hier, mein Freund. Die Jungs können Sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Miesen! Raserei-Kombo? Oh, Moment. Was bitte hört man da Raserei-Kombo? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Oh, Moment. Stopp. Oh! Ey, ihr Dreckskerle, komm. Weg mit euch. So, jetzt sieht es erstmal ganz gut aus. Ja, wie ihr seht, wir werden hier mitten hineingeworfen ins Geschehen und haben gerade Sir Francis Drake den Sarg ausgebuddelt. Da kommt noch jemand, oder? Ich gehe mal weiter nach vorne. Okay. So, man kann also auch hier richtig schön draufhauen. Man muss ja nicht immer ballern, ne? Es geht auch anders. Ja, keine Sally, Gefangenen. Ich nehme auch keine Gefangenen. So. Kommt nur her, ihr Piraten. Legt euch nicht mit Dreamworld an hier oder mit Drake. Oh, stopp. Was hat er jetzt gesagt? Der da hat einen Raketenwerfer. Oh. Okay, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut, auf keinen Fall. Okay. Hau rein, Sully! Moment.
Kavallerie kommt! Okay, wenn wir jetzt zwei drücken, sehen wir hier was. Das Schiff geht hoch! Ins Wasser! Ja. Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja, ja! Keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht, sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Hohoho. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht er sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort! Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's so. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann.
Da fällt mir was ein. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt habe? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon... Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. Ja, jetzt komme ich endlich mal zu Wort hier. Ja, ihr merkt schon, es gibt ja sehr viele Unterhaltungen, Zwischensequenzen und so weiter in dem Spiel. Da kommt der Let's Player nicht ganz so oft zum Zuge. Dennoch werde ich versuchen, alles mir anzuhören oder für euch anzuhören. Und nicht allzu viel dazwischen zu labern, obwohl ich am Anfang das schon ein bisschen vergeigt habe, muss ich zugeben. Aber na gut, wie ihr hier seht, können wir hier springen. Wir können hier auch, wir haben eine sehr schöne Landschaft, kann man schon nicht anders sagen. Also, das war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, wirklich grafisch der absolute Oberburner, muss man so auszudrücken. Jetzt ist es natürlich nicht ganz mehr so, aber es gibt ja noch weitere Teile vom Spiel. Ja, aber immer noch sehr, 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 sehr schön und sehr detailreich hier. Ja, wir suchen Eldorado, die goldene Stadt, glaube ich, ist das. Oder, ja, es ist halt so eine Art Legende. Ihr habt das ja gehört. Die Legende gibt es auch in Wirklichkeit. Und wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir eigentlich lang wollen. Und außerdem muss ich mich hier auch umsehen, weil eben mal hier und da halt Schätze versteckt sein können. So, springe ich jetzt hier rein oder was? Okay, hier ist kein Schatz oder sowas. Jo, mach dich mal ordentlich nass, Nate. Das sieht man auch gleich hier an seiner Kleidung. Sehr schön gemacht. Alles sehr realistisch. So, aber ich glaube, wir müssen hier rüber. Oh, hallo. Bitte etwas langsamer, mein Freund. Nicht so hastig. So, spring mal ordentlich. So, immer erstmal hier hinten gucken, ob hier nicht was ist. Ja, okay, von da kamen wir, glaube ich. Ich habe meine tolle Orientierung, aber das werden wir schon schaukeln hier. So. Moment, komme ich jetzt hier hoch? Nein. So, Moment, also ja. So. Jetzt muss ich mich doch mal umschauen. Okay, hier. Ja, Nates guter alter Kumpel Sully, alias Victor Sullivan, ist auch dabei. Ja, die haben schon eine längere Bekanntschaft, die beiden. Wer Teil 3 kennt, der weiß vielleicht mehr darüber. Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Ja, weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt anscheinend den richtigen Weg gefunden. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Kurze Pause. So, weiter geht's. Vielleicht liest du's falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht was finden. Ja, und ich werde erstmal versuchen, rückwärts zu laufen. Ja, in späteren Teilen... Sadi musste mir dazwischen quatschen. Ich bin doch hier der LPR und nicht du. Ja, also hier müssen wir wohl lang. Oh. Na, das sieht doch gut aus. Ja, finde ich auch. Ich habe bestimmt ja schon mindestens 4 Schätze übersehen, aber na gut, lassen wir das. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka?
Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. So, mal schauen, wo sind wir hier? Okay. Können wir hier irgendwo hoch? Klettern kann er nämlich auch wie kein Zweiter, der Gute. Aber da das der erste Teil ist, wird man hier sicherlich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, auch erstmal eingeführt in die ganzen Sachen. Vielleicht zeigen sie einem den ersten Schatz auch, der zu finden ist. Ich weiß das nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir uns das mal aus der Nähe an hier. Ja, die Schätze, wie gesagt, für die es noch nicht kennen, die sind halt eigentlich optional, aber da bekommt man auch Medaillen fürs Finden und ja, mit Medaillenpunkten kann man sich am Ende irgendwas freischalten, glaube ich. So oder so ähnlich war das. Jo, aber jetzt müsste es hier ja erstmal irgendwo weitergehen. Mal schauen. Genau. Hoch. Hier hoch. Und hier rüber, glaube ich. Okay, nee, das war blöd. Das war blöd gesprungen, gebe ich ja zu. So. Wir müssen hier auf die Seite, so rum. So. Bis jetzt nicht. So. Eieiei. So. Sehr schön machst du das, mein Freund. Springen kannst du wie kein Zweiter, sag ich ja schon. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Wenn da L2 eingeblendet wird, kann ich gucken. Stimmt was mit dem Boden nicht? Ja, Moment. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Irgendwie einschlagen, okay. Aber nicht, indem ich drauf springe, oder? Kann ich jetzt gerade die Kamera drehen? Ja, kann ich. Also weiter erstmal hier lang, Öpser. Ah, fall ja nicht runter, mein Freund. Nein, du solltest... Ah, das solltest du nicht machen. Du solltest eigentlich springen. Aber ich glaube, jetzt komme ich hier auch hoch. Genau. So. So. Jetzt können wir uns hier entlang hangeln. Diese Tutorial-Texte lese ich jetzt nicht groß vor. Das seht ihr ja. So, jetzt dürfen wir auf die andere Seite springen. Zack. Sehr schön. So läuft das Ganze hier. Und jetzt dürfen wir, wie ihr seht, Dreieck und dann runter mit dem Ding. Gut gemacht, Kleiner. Jo, danke. Danke, Sully. Nicht. Okay, jetzt können wir uns ja, denke ich mal, eigentlich hier runterlassen und... Ja. Dann können wir hier runter gehen. Jo, hast du eine, Sully? Gib mal her, hier. Taschenlampe. Nee, hast du keine? Oh, Hilfe. Fledermäuse. So, es ist relativ dunkel. Allerdings hatte ich ja schon einen Tucken höher gestellt. Also müsste eigentlich in Ordnung sein mit der Helligkeit. Hoffe ich mal, auch wenn es auf YouTube dann noch dunkler wird. Aber sehr atmosphärisch hier auf jeden Fall. Aber das ist das immer hier in Uncharted. Also das ist... eine schöne Sache. So, da oben ist Licht. Oh,
Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Jo, das werden wir. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Jo, alles verrammelt und verbarrikadiert hier. Was ist das denn Schönes? Okay, da können wir wohl nichts mit veranstalten. Mal in die Ecken gucken hier. Ja. Das ist echt tief. Jo. Ein Witz, oder? Können wir. Ja, wir können wahrscheinlich dieses Fass hier runterballern. Das sieht gut aus. Und machen uns eine Brücke. Sehr schön. So, auch verrammelt hier. Ja, wir sind ja mittlerweile im zweiten Kapitel. Das erste war relativ kurz. Das war sozusagen das Einführungskapitel. Ich glaube, das Spiel hat ungefähr, weiß gar nicht, etwas über 20 Kapitel oder so. Hier können wir jetzt erstmal schön drehen. Hier, lass mich mal. Jo, dann mach du doch, Sully. Und ich gehe drunter durch, genau. Von innen blockieren, ja, okay, aber womit? Womit wir die von innen blockieren, Leute, das erfahren wir im nächsten Part von Let's Play Uncharted 1. Kannst du mir bitte nicht dazwischen labern? Ich gehe mal kurz auf Pause, während ich rede. Vielen Dank. Ja, das, wie gesagt, wie wir das jetzt machen, das erfahrt ihr im nächsten Part von Let's Play Uncharted, Drakes Schicksal. Bis dahin, macht's gut, ciao, euer Dreambird.